Bergfahrt Sprintrennen. La Katrina erkennt langsam, wie sehr du damit... Okay, nochmal. La Katrina erkennt langsam, wie sehr du darauf brennst, dich an Navarro zu rächen. Gib ihr eine Kostprobe dieser Leidenschaft, indem du ihre Crew in einem Bergrennen besiegst. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Drifte 800 Meter und gewinn das Rennen. Driften können schwierig werden. Ich probier's mal. Driften und gewinnen. Speist sich etwas. Denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wär's, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. Insgesamt driften, nicht am Stück. Das geht ja noch, hoffe ich. Fünfeinhalb Kilometer Sprintrennen. Wir sehen uns. Das ist aber ein langer Tunnel. Erste Kurve. Knapp 100 Meter weg. Upsa. Hab die Lenkung geöffnet, das war doof. 3,8, das wird knapp, denke ich. Sehr knapp. Es muss nämlich mal Kurven kommen. Ist auch komisch, du sollst ein Rennen gewinnen, dann musst du so einen Nebenkram machen. Und in so einer komischen Kurve driften, damit du das schaffst. Oh, der legt sich aber gut in die Kurve, der Herr Vordermann. Zweieinhalb Kilometer, oh, nicht auf die Straße geguckt. Nicht abkürzen, ich will die Hose Drifterei mitnehmen. Hoppala. Gott, das war kacke. Mach's dir nicht so gemütlich. Zwei Kilometer noch. Aber das grundsätzlich zu schaffen. Knapper Kilometer noch. Die Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Na doch, wir vielleicht. Nicht mehr viele Meter, hier kommt man in eine dicke Kurve, das ist gut. Ah, nein, du Kackarsch. Da hat jemand auch verkackt. Oh, Schwein gehabt, was fliegt hier? Ach, das ist keine Drohne, das ist eine Laterne. Puh, das war knapper als gedacht. Bip, 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 bip. Ich hab's noch drauf. Immer im Zweifelsfall rechts. Beschleunigung 6. Aber weniger Nitro. Eine Basislieferung. Wieder gewonnen. Wann fahre ich gegen dich? Schlag meine Crew im nächsten Rennen. Dann reden wir. Ein BMW-Fahrer. Ach Quatsch. Aber, gute Anmerkung, hier, Pausenmenü. Das gab es im Vorgänger auch nicht. Man hat schon dran gearbeitet, so ist es ja nicht. Ich wollte gerade wieder zur Maus greifen, habe schon die Bewegung gemacht, aber habe sie nicht angefasst. Eine allgemeine Garage. Dominanz in Braxton. Da geht's hin. Was haben wir denn hier? Ein Speedrun? Falsche Richtung, wie es scheint.
Da ist ein Chip. Ich muss ihn berühren. Mann, knapp daneben. Ey. Das Auto ist zu niedrig. Geht doch. Dass wir dann Plakate schaffen wir doch mit Leichtigkeit, oder? Oh, jetzt fallen wir ganz runter, oder nicht? Wir müssen da runter, sehe ich gerade. Autsch. Kack, jetzt sind wir hier gefangen. Oh, nö. Oh, das schöne Autochen. Wieso darf ich hier nicht einfach weiter runterfallen? Warum musste mich sofort zurücksetzen? So, jetzt aber. Na, so nicht. Das mache ich nochmal, das ist so einfach. Das sollte so einfach sein. Jetzt aber kein Nitro verschwenden. Doch nicht so einfach. Bums. 2 km/h. Okay, einen Versuch gebe ich mir noch. Ansonsten fahren wir erstmal weiter. Ich könnte auch von weiter oben ranfahren, sehe ich gerade. Merkt, bergab kann nicht schaden. Guck nicht so blöd rum. Jetzt kommt die Kurve. Jawohl. Achso, das war der erste Stern. Na okay, das wäre zu einfach gewesen, 3 Sterne. Muss man nochmal wiederkommen mit einem besseren Auto. Heckstoßfänger. Gibt's ja für alles Mögliche, stimmt. Habe ich ja vorhin in der Garage gesehen. Oh, jetzt habe ich extra abgebremst, ich Depp. Weil ich es lesen wollte. Oh nein! Für gefahrene Kilometer und Alpipapo gibt es ja dann irgendwelche Freischaltungen. Je länger man mit einem Wagen unterwegs ist, ich denke mal, das ist von Wagen zu Wagen unterschiedlich. Würde ja auch passen. Ein Wagen bekommt Freischaltung, wenn man eben diesen Wagen eine bestimmte Zeit lang fährt oder in einer bestimmten Art. So, nächster Versuch. Sollte aber passen. Sieht jetzt nicht so schwierig aus, der erste Stern. 2,26, 2 Sterne. Oben ist eine Plakatwand. Ich dachte, wir nehmen das jetzt im... Oh, es ist immer nach oben gekommen. Wir nehmen das im Flug nach hinten mit. Aber hier gab es keinen nach hinten Flug. Oh, das schöne Autochen. Muss schon sagen, diese Art Sammelkram macht mir gerade Spaß. Dieses Wände einfahren, zerstören, Chips einsammeln, Radar fallen. Jo, macht Laune. Dominanz in Braxton. Und zwar... Wieder ein Sprint drin, das haben die so an sich, die Graveyard Shifts. Empfohlen 160, das könnte knapp werden. La Katrina ist bereit, ein Duell gegen dich zu fahren, wenn du die besten Racer des Graveyard Shift in einem letzten Rennen besiegst. Es wird Zeit, ihr zu zeigen, was du drauf hast. Ich bin ja gespannt, ob das mit dem aktuellen Wagen passt.
Bleib mindestens eine Minute lang Erster und gewinn das Rennen. Das mache ich jetzt nicht. Rennen, gewinnen wird schon schwierig genug. Genug rumgealbert, Morgan. Jetzt verlierst du. Glaubst du? Das sind wir die gleichen Gegner, ne? Ihr habt nicht den eine Crew. Einer Chance. Oh, oh, hier kann man runterfahren. Ganz schön verwinkelt. Mann, ich hätte die Nebenwette doch annehmen sollen. So ein riesen Vorsprung. Hätte ich nicht gedacht. Okay, wisst ihr was? Neu starten. Das wollte ich jetzt nicht vor. Wenn ich jetzt beende, muss ich wieder hinfahren. Okay, wir machen das jetzt noch fertig. Und dann schalte ich mal auf schwer um. Mir geht's gut. Ist der Pipi einfacher, wo wir knapp schlechter sein sollten, oder? Knapp schlechter waren wir. Auf jeden Fall geht das viel zu einfach. Bisher macht die KI keinen so schlimmen Gummiband-Eindruck. Okay, der einfach nur nervt. Jetzt kommen sie aber ran. Die haben gehört, was? Schwierigkeit? Gut, dann fahren wir mal ran. Was ist das hier? Die Gegner angucken. So ins Ziel fahren. Coole Sache. Wie der Wagen noch weiterrollt, das ist cool gemacht. Ein Sprunggetriebe. Weniger Höchstgeschwindigkeit, aber mehr PS. So, das Finale der Graveyard Shift freigeschaltet. Das Rennen gegen La Katrina. Aber jetzt erstmal Einstellungen. Schwierigkeitsgrad schwer. Du bist einfach nicht zu schlagen, was? Du hast dir ein Rennen gegen mich verdient, Morgan. Ich sag dir was. Zeig mir dein Feuer. Dann lege ich noch eine mächtige Leiche drauf. Du meinst ein Wrack? Wo ist es? Besieg mich, dann zeige ich's dir. Ein Wrack, meint sie sich selbst? Ich hab schon wieder zur Maus gegriffen. Oh, empfohlen 180. Gibt's eigentlich einen Autohändler in der Nähe? Ich würde mir ganz gerne mal Autos angucken. Garage, Tankstelle. Hier gibt's auch keinen Tuner in der Nähe. Das ist blöd. Inventaraktualisierung in? Aha. Ach, dann gibt's andere Karten. In 3 Minuten sind wir eh nicht da, außer wir machen die Schnellreise, aber das ist doof.
Wie viele Kilometer sind das? Steht das hier irgendwo? Ich fahr jetzt mal hin. Wir schaffen das Rennen so ähnlich mit dem aktuellen Auto. ...45 schaffen wir fürs Erste. Speedtrap. Warum sagt man nicht einfach Radarfalle? So hießen die doch früher auch in den Spielen. Ist wahrscheinlich nicht cool genug. Miep, miep, miep. Oder Blitzer. Blitzer ist cool. Radarfalle aber auch. Ansichtssache, ich weiß. Und Cola-Werbung ist ja auch. Au. Das bergauf driften kann der Wagen überhaupt nicht. Außer ich mache massiv Handbremseneinsatz. So, hier müsste man, glaube ich, nach rechts fahren. So, Nitro ist wieder voll. Da hinten ist der Tuningladen, da ist wieder das Symbol. Zum Glück bin ich ja nicht nach links gefahren. Lag also richtig nach meinem Gefühl. Den Baum, den Fell ist noch mitgenommen. Autsch. So, wir sind da. Hallo? Oh, das kann man mitnehmen, ist ja cool. Ah ne, hier ist eine Tankstelle, sehe ich gerade. Da nehme ich, da stand Gas. Reicht schon. Komme ich nicht runter. Scheiße. Aber dieser taktische Einsatz von Tankstellenrennen kann auch nicht schaden. Also der bringt eine schöne Taktik ins Spiel. Gott, ich muss erstmal noch das ganze Stück abfahren. Oder Moment. Hä? Ach Mann, ich will doch hier runterhüpfen. Ich schau nochmal kurz auf die Karte. Ich will nicht nach der Minikarte fahren. Ich will mir das selbst angucken und dann mir ein Bild von machen. Ich habe schon wieder die Maus in die Hand genommen. Fast 100 km/h schneller, aber nur ein Stern. Oh, den Laden kennen wir schon. Und den Sprung auch, denn da gab es vorhin eine Plakatwand. Sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus, Auspuff, Kopf. Bremsen. Bremsen bringen PS. Weil vielleicht oder was? Ist das Premium oder was? Weil Sternchen? Ach, Bonus. Ich kaufe weil Sternchen, oder? Americana ist Sternchen. Aber hier steht nichts. Holen wir uns das doch. Weniger Nitro. Ich könnte noch mal Nitro kaufen. Gibt's hier gerade Nitro? Blocksteuergerät, Kopf. Gibt's gerade nichts mit Nitro? Hm, doch. Was Kleines. Dann nehme ich das Kleine noch mit. Stufe 180. Bremskraft besser, aber deutlich weniger Nitro. Nee. Kostet alles immens Nitro. Kostet was anderes. Gut, dann belassen wir es dabei.
Und wie der Wagen sich so fahren lässt, das ja, sehen wir mal in der nächsten Folge, ob der anders klingt. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.